In dieser besagten Nacht hast du geschnarcht und es ist ja auch sein süßes Schnarch. Wahnsinnig süß. Mama Mia, Mia! Danny! Du bist cool! Und Mama, komm zu mir! Danny! Hallo! Oh! Oh! Ich will genau dasselbe, was sie hatte. Dann treiben wir es endlich wieder auf den Fußboden. Jederzeit, wenn die Fußbodenheizung fertig ist. Schön, was du sagst, nicht was Zieh du meinst. Zieh die Schuhe aus, bring den Müll raus, pass aufs Klo auf und dann räum wir auf. Okay. Moment. Glück bedeutet nicht, das zu bekommen, was wir wollen, sondern zu wollen, was wir haben. Ist das von dir? Nein, stand neulich am Klopapier. Heirat. Ja, nein, es ist für mich wirklich stimmig, nur seine Lebensgefährtin zu sein. Lebensgefährtin? Das leitet sich vom Wort Lebensgefahr ab. Ist schon interessant, mit mir zu reden. Bitte, sie braucht nicht mal ein Thema, um zu reden. Na und? Du trinkst auch, ohne Durst zu haben. Wenn Gwyneth Paltrow morgens aus der Dusche kommt, dann kann sie unmöglich schöner sein als ich. Sehen Sie? Sehen Sie? Ich rede und öffne mich, weil es mir ein Bedürfnis ist. Und was macht sie? Alle Jahre wieder, darauf ist Verlass. Schenkt mir deine Mutter irgendeinen Schatz. Wann schenkst du mir endlich ein Kind? Kinder werden nicht geschenkt, die werden geboren. Ja, dann bohr mir eins. Und was das Reden betrifft, ja, Schnucki. Ich würde ja reden, aber wie soll ich wissen, wann du fertig bist mit Reden, wenn du ständig redest? Was? 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 Ob wir schon an Trennung gedacht haben? My love is only you in my life. The only thing that's right. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, 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 Hölle! Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk. I don't want to. Du bist die Scheiße. Ich bin die Scheiße. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Oh, oh, oh. Arschloch! 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 Ja, du hast dich auch nicht verändert. Also
und uns gesagt, es ist unglaublich, welche Pärchen vor den Traualtar treten. Ja, ja, ich sage immer, Liebe macht blind. Und die Ehe ist der beste Augenarzt. Dann haben wir beide heute ein Date. Ich muss gehen. Orgasmen stärken das Immunsystem. Und sie bauen noch Stress ab. Streiten? Natürlich!